Ja, so ein richtiges Sammelband, Sammelbuch aller Kinderklassiker und Kinderbuchhelden sucht, sollte sich die Bilderbuchbande zulegen. Ein richtig dickes, fettes Buch mit allen Kinderbuchhelden. Und hier sind die auch nochmal alle so abgebildet, die dann auch in dem Buch drin sind. Wir haben Lars zum Beispiel. Hier ist der Regenbogenfisch, die Heuleeule. Der Dachs hat schlechte Laune. Und ich mag auch diesen Einband, wie die Kinder da dieses typische Bild mit Taschenlampe da sitzen, verkleidet in die Geschichten richtig eintauchen mit diesem riesigen Regal an Wissen und Kinderbuchschatz. Also ich mag das Cover total gern. Und wenn man sich mal anschaut, welche Klassiker hier drin sind, ist das echt total super. Also Lars hatte ich schon gesagt, Herr Hase und Frau Bär. Das Osterküken ist dabei, Rotkäppchen, also Märchen sind auch dabei, Heuleeule. Der Dachs hat schlechte Laune. Das hätten wir hier auch nochmal als Extraband, also wäre aber auch hier drinne. Der Regenbogenfisch hatte ich schon gesagt. Wir haben Ida und der fliegende Wal ist dabei. Der kleine Hebelmann ist dabei. Heidi, wohl auch ein Klassiker. Genau, das ist auch dabei. Und der Sterntaler ist dabei. Genau. Also es sind viele klassische Zeichnungen mit dabei, aber auch eben eigene Zeichnungen von diesem Verlag einfach. Ein Fingerhut voll Mut. Das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Es sind halt auch so manchmal so überdimensionale und übergroße Zeichnungen in dem Buch. Attacke. Ja, also ich glaube, hier hat man wirklich einiges zu tun, um das alles durchzulesen. Hier das Osterküken. Und für jeden Geschmack und für jedes Kind ist hier ein Kinderheld dabei. Hier der klassische Regenbogenfisch. Ja, sodass jeder seine Geschichte findet und abends immer viel und schön vorgelesen werden kann.